Willkommen zurück bei Tales of Exilia und wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und wenn ich mich nicht irre, sind wir in einem neuen Gebiet und wir können uns entscheiden, ob wir nach Charlinton gehen oder in den Wald. Was mich jetzt gerade ein wenig verwirrt, Moment. Weil wenn wir in den Wald gehen, dann sind wir doch... Moment. Wir gucken mal, ob wir in den Wald gehen können. Wir erinnern uns, wir waren hier oben bei... Hi. Waren wir das? Ja, waren wir. Von da kamen wir. Von da... Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Entschuldigung. Ja, nein, ich hab's wieder. Hier ist die Straßensperre. Da. Und von da kommen wir. Das heißt, wir wollen jetzt dorthin. Ja, genau. Okay. Also wir wollen nach dort unten. Nach Charlinton. Auf geht's. Ich erinnere mich dann doch noch wieder halbwegs. Ja, es ist gerade ein kleines, naja, zeitliches Problem. Ich bin gerade ein wenig im nicht genug Zeit haben, um die ganze Zeit aufzunehmen. Deswegen bin ich hier gerade so zwischendurch, zwischen Tür und Angel gerade ein wenig am Aufnehmen und bin mir gerade tatsächlich nicht mehr ganz sicher gewesen, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Aber ja, ich erinnere mich. Wir sind jetzt in einer neuen Stadt. Und damit auch endlich... Well, we finally made it. We sure took the scenic route. And the big bearded meanie didn't follow us, did he? Don't worry. He'd never follow us into a place like this. Wie kommst du denn darauf? Hey, check out this shop. It looks pretty interesting. Welcome. Please browse all you want. Looks like antiques. They're very nice. Why do all the folks around here seem so tense? Word is, foreign spies broke into a military laboratory in the capital. The king sent his personal guards here. They're interrogating anyone who even looks at them funny. Not very good for business, that's for sure. Right. Wow, that cup is so pretty. Yeah, it's pretty all right. Pretty expensive, that's for sure. You have a good eye, young lady. That's a genuine Ifrit fired cup. Is that right? So this was handmade by Ifrit? Was? Huh. Well, I highly doubt that. It looks like these patterns are far too wild. Ifrit values order over all else. Well, you talk as though you've had the honor of breaking bread with one of the four great spirits. Your observation is accurate. True Ifrit-fired ceramics are known for their geometric precision. That's odd. The stamp here says that this set was made over 18 years ago. I see. Yes? What about it? That's quite peculiar. If I'm not mistaken, mankind lost the ability to summon Ifrit around 20 years ago. Ifrit didn't make it? What a shame. That's so disappointing. But even still, I think it's a lovely cup, so I'll take it. Of course. I'll even be happy to offer you a nice discount. Ja, genau. I got quite a good deal, thanks to your help. I'm Drissel Cheryl. Pleased to meet you. And I am the young madam's butler, Rowan. I'm happy to be at your service. Thanks again. You simply must join me for tea at my manor. Well, who are we to turn down a free lunch? Shall we swing by later? I live just south of the Central Plaza. I look forward to seeing you. Wir kennen ihn aus dem Trailer. Do we really have time for that? Well, I can think of several reasons we might want to take advantage of her hospitality. He's right, actually. Staying at an inn could be risky with all these guards everywhere. Hmm.
Very well, then. We'll take time for some tea after we traverse the town. Okay. Ich möchte endlich mal wieder in einen Laden. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Lasst mich endlich mal wieder in einen Laden. Dankeschön. Wir haben einen Waffenladen, dem wir theoretisch auf Level 22 bringen können. Auf Level 23 bringen können. Klingt doch super. Neue Objekte. Silphenflügel, Harpienschneide, solider Brecher und Rubinstab. Und es gibt sogar Rabatte auf Rubinstab, soliden Brecher und Silphenflügel. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Absolut nicht. Rüstungsladen würde ich ebenfalls gerne, gerne hochhaben. Ja gut, da haben wir allerdings nicht so viel. Das geben wir trotzdem ab. Kettenschutz ist, und es gibt Rabatte. Okay. Wissen wir Bescheid. Zubehörladen. Och. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, könnte man so sagen. Ich könnte ihn glatt auf Level 17 bringen, aber eigentlich... Pff. Wir bringen mal auf 13. Halt ein bisschen höher. Jetzt ein bisschen... Und Objektladen, was ist mit dir? Objektladen, den möchte ich, wie gesagt, auch gerne immer oben haben, weil wir werden den mit Sicherheit später noch brauchen. Auch wenn er jetzt gerade unnötig scheint, glaube ich, wir werden ihn noch sehr benötigen. Kaufen. Wir können jetzt hier schon mal, naja, Zeug kaufen. Aber nö. Ich hätte gern ein... Oh, hier ist eine Quest. Hey, have you ever seen anyone who looks like me? Whoa, a talking doll. It's just like the other ones I saw. Where did you see them? A toy merchant was selling them here not too long ago. Where can we see this person? I don't think he's here anymore. He said he was going to some sea haven next. Do you remember which one? Nein. This is sure taking a lot of time. Oh, that's it. It was a lot of Sea Haven. Can't say I recognize that. Oh wait, you mean a lot of Sea Haven? Well, hey, nice work, me. Gosh, I'm so jealous. I wish my parents had bought me one of those. Tebow's now for sale. Oh, Elise. Okay, wir haben eine Quest, aber ich hatte gerade eben auch eine Select-Option. Something rare for sale. A quick look wouldn't hurt. Kriege ich nochmal die Option? Watching these people haggle for merchandise sure is fascinating. Diese verdammte Militärkontrollpunkt macht einer Reederei das ganze Geschäft kaputt. Das kann so nicht weitergehen. Nein, ich will nicht zurück. Entschuldigung, falsche Richtung. Sprechen. Willkommen, kenne ich schon unsere Spezialität? Nur 100 Gold pro Stück. Was denn? Eis am Stiel. Aha. Mann, wir nehmen einfach mal zwei mit, auch wenn das... Ja, okay. Nehmen wir so hin. Der Süden ist Raschuls Brotkorb. Alles, was hier angebaut, gezüchtet oder hergestellt wird, wird über Sheraltons Märkte gehandelt. Der König mag zwar in Fenmont leben, aber lasst euch davon nicht täuschen. Die wahre Hauptstadt von Raschul ist Charlitan. Ja, dafür sind hier aber noch, in Anführungsstrichen, relativ wenig Leute. Bei der Herstellung von Ifrit gebrannten Keramikwaren wird Ifrit beschworen. Seine Flammen hinterlassen ein einzigartiges Muster im Ton. Fälschungen sind an der Tagesordnung, deshalb würde ich Amateuren mit einem ungeschulten Auge von Erwerb abraten. Ach, das sagt er jetzt, oder was? Du bist ja ein ganz frecher. Selbstbestimmung, Selbstverwaltung, Selbstachtung. Das sind die drei Säulen von Schaden. Okay.
Gut, in welche Richtung können wir... Wir können eigentlich nur in eine Richtung gehen, oder? Da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Ich hätte gerade eben die Möglichkeit, Select zu drücken. Jetzt nicht mehr. Also ein Gespräch anzufangen. Willkommen in Shanaken, der Stadt des Handels. Was genau ist Handel eigentlich? Tja, mein Lieber. Ja, das wüsstest du gern. Was? Ich dachte, wir... Was? Bin ich jetzt ernsthaft wieder rausgel... Wir kommen hier rein, reden mit dem und auf einmal stehen wir auf der anderen Seite. Dem muss man mal einer erklären. Aber okay, dann gehen wir halt da weiter. Das scheint ja dann der richtige Weg zu sein. Ja, auch jetzt merkwürdig, wenn nicht. Wow, what a huge city! I've never been anywhere like this before. Hey, there's too many people and it's super noisy. What a splendid windmill. If Sylph were here, he would have helped me climb up on top of it. Du hast echt auch nur Spielereien im Kopf, mein lieber Miller. Hier in Shanaken herrscht ein ausgesprochen trockenes Geisterklima. Trotzdem ist alles saftig und grün. Dafür sorgt das ausgeklügelte Bewässerungssystem, das mit Windmühlen und Geisterarzt betrieben wird. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Läden. Ich fange an mit dem Waffenladen. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn hier? Wir machen das eins nach dem anderen. Wir machen hier, warte mal, erstmal gucken wir bei ihr. Kabumm. Sie hat hier direkt einen, der super viel stärker ist. Das möchte ich gerne auf jeden Fall mitnehmen. Naja, geht schon gut hoch, muss ich gestehen. Geht schon gut hoch. Das Mistkerlschwert übrigens, danke für den Tipp. Ich glaube, Mason war es, wenn ich mich nicht täusche. Das ist wahrscheinlich einfach nur, in Anführungsstrichen, eine schlechte Übersetzung. Das ist wahrscheinlich ein ursprünglich ein Bastardschwert gewesen, wie man es aus massenweise Spielen auch kennt. Das Bastardschwert ist wahrscheinlich tatsächlich mit Mistkerlschwert übersetzt worden. Das ist ein wenig traurig, aber naja, gut. So, wir haben hier... Oh, hier, oh, mit dir muss ich ja mal hier. Was ist das denn hier? Harpienschneide. Harpienschneide klingt doch super. Nehme ich. Und jetzt wird es langsam etwas, ja, teuer. Du brauchst gerade nichts. Behaupte ich jetzt mal. Du eigentlich auch nicht. Holt Silphenflügel, ist doch total sexy, oder nicht? Boah, 5400. Ja, muss ich ehrlich gestehen, tut mir leid. Du bau... Nee. Wir machen das so. Wir machen nur was für sie, weil sie neu ist. Und sie, weil das unser Main-Charakter ist. Und hat neue Objekte, den Sturmbringer. Und Silphenflügel sind wieder billiger. Guck. Und jetzt haben wir nämlich hier witzigerweise auch den neuen. Heilige Scheiße. Kaufen wir. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt kein Geld mehr, aber... Who the fuck cares about the money? So, hier haben wir den Harpienschneider. Ja, Tanzschule ist egal. Du hast den Sturmbringer. Und... Du hast deinen Rubinstab. Windumhang. Mehr Arztverteidigung, weniger PDF. Ich glaube fast, der Windumhang wird sicherer für sie sein. Wir verkaufen auch mal eben alle Sachen, die wir nicht brauchen. Damit wir wenigstens ein klein wenig Geld haben. Und ja, das war's dann auch. Ich brauche gar nicht mehr in die anderen Läden zu gehen, was es da so gibt. Denn wir haben kein Geld mehr. Diese riesigen Windmühlen erzeugen genug Energie für die Bewässerungsanlagen und Industrie der Stadt. Außerdem wurden sie von einem meinem verstorbenen Mann gebaut. Oh. Na dann, Glückwunsch an deinen Mann, würde ich sagen. Und, oh, Hallöchen, grünes Ausrufezeichen. Und Hallöchen, noch ein grünes Ausrufezeichen. Nee. Hey, seid ihr... Können wir dir helfen? Ach, nichts. Wenn du etwas zu sagen hast, dann solltest du es laut und deutlich tun.
Ja, ich kann dich nicht hören. Du musst deutlicher sprechen. Warte mal, vielleicht ist er... Gut. Ihr seht aus wie die Verbrecher auf den Fahndungsplakaten. Well, I would... Das hatte ich befürchtet. Du hast uns von diesen furchtbaren Plakaten wiedererkannt? Und du sagst auch noch, dass es stimmt. Ich kann es nicht glauben. Reg dich später drüber auf. Lauf! Moment mal, jetzt sind wir wieder hier? Wie geil ist das denn? Jetzt sind wir wieder hier. Oh, die Pflanzen dort oben auf den Laternenpfahl heißt Blumengras. Wenn man sie gießt, leuchten ihre Wurzeln. Nachts wird Wasser durch die Rohre gepumpt, damit das Gras zu leuchten beginnt und als natürliche Straßenbeleuchtung verwendet werden kann. Hm. Ja. I wonder what they sell here. Why not take a look? Sind sie nicht wunderbar? Wollt ihr eine? Alle Blumen wurden heute Morgen handgepflückt. Nee, danke. Was ist mit dir? Hey, scheint hier etwas Interessantes zu haben. Das sind genau die Federn, die ich gesucht habe. Werdet ihr bereit, euch davon zu bitten? Lass es die schwarzen Federn sein. Rabenschwarze Federn. In Ordnung, ich schlage euch ein Geschäft vor. Das sind rabenschwarze Federn. Bei bestimmten Sammlern sind sie heiß begehrt. Wenn ihr mir mehrere bringen könnt, würde ich sie gegen einige ebenso wertvolle Objekte von mir eintauschen. Hey, habt ihr gehört? Dunkelflügel ist wieder gesehen worden. Ihr meint diesen edlen Banditen, der von Reichen stiehlt und es in Arm gibt? Edel? Er hat einen Frachtwagen der Firma Lark überfallen. Das heißt, er habe jeden darin abgeschlachtet. Dieser Typ ist ernsthaft gestört. Das ist furchtbar. Seid vorsichtig da draußen, hört ihr? Was ist denn jetzt? Willst du jetzt meine Federn haben oder willst du jetzt meine Federn nicht haben? Oh, sieht aus, als hättet ihr rabenschwarze Federn gefunden. Ich nehme sie euch gerne ab. Wollt ihr eure rabenschwarze Federn gegen Objekte tauschen? Ja. In Ordnung, was soll es sein? Was ist das denn für eine Scheiße? Was will ich denn mit so einem Rotz und was ist das überhaupt? Ja. Ich hätte gerne drei Phönixschwänze. Oder auch nicht? Doch, ich hätte gerne drei Phönixschwänze. Wir probieren mal was aus. Okay, vielleicht sollte ich nicht nur... Sehr passend auf euch auf. Eine besondere, schöne und seltene Art Flügelschuppe, die unter Eingeweihten für ihren verführerischen Duft bekannt ist. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wohin mit unseren Dingens bei uns Kirchens. Ich möchte jetzt mal eben was wissen. Kann ich jetzt hier mit ganz hart und schnell das auf... Was? Oh, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Warum habe ich mir gerade neue Waffen gekauft? Ist das euer Scheiß Ernst? Ach, du meine Güte. Ja, wow. Also, wow. So wirklich, wow. Wir haben auf jeden Fall... Warte, was ist mit dir? Findest du mich auch, oder? Verdammt, sie haben schon wieder meine Lieferung geschnappt. Meine Lieferung durch die Militärkontrolle zu kriegen, ist schon schwer genug. Ich kann mich nicht auch noch mit Überfällen von Monstern herumschlagen. Ich wünschte, jemand würde die Höhenstraße von den Monstern befreien, aber wer würde so ein Unterfangen auf sich nehmen? Machen wir. Ihr werdet es tun?
Das ist großartig. Ich habe gehört, die Monster hausen im nördlichen Teil der Safstrasch-Höhenstraße. Viel Glück. Und falls ihr getötet werdet, solltet ihr wissen, dass ich für eure Beerdigung nicht aufkommen kann. Spaten. Aber ist okay. Wir werden doch nicht sterben. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz. Ich habe mir gerade wunderschöne Waffen gekauft. Wunderschöne Waffen. Nur, um jetzt tatsächlich... Die Sylphenflügeln kosten jetzt mal 1000 weniger. 1000 weniger kosten die. Aber wir haben auch... Zwei. Ich glaube nicht. Das kann nicht sein, ey. Da kaufe ich mir gerade die Harpienschneide und bekomme. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ha! Also, das ist wirklich ein klein wenig lächerlich. Also, wow. Rabenschwarze Federn, ich liebe euch. Heiliges Kanonenrohr. Also, holla die Waldfee. Das hat gewirkt. Sag mal, seid ihr böse? Nö, ne? Okay. Also, es kann natürlich jetzt sein, dass einer von euch hier das Spiel besser kennt und sagt, oh Gott, was hast du getan? Aber im Endeffekt, ich bin ganz glücklich mit meiner Entscheidung. About something? No one's ever asked me over for tea before. It seems I'm a bit excited. Oh, das ist die Fürstin von Charlton an mir vorbeigegangen. Oh Mann, heute ist mein Glückstag. Lass mich raten, die Fürstin von Charlton ist die, die uns eingeladen hat. Ich bin da relativ sicher. Wo müssen wir eigentlich? Kulmar-Pfad? Östlicher Bereich von der Höhenstraße. Südwestlicher Bereich. Moment, wo haben wir den? Wo können wir mal eine Quest nachgucken, bitte? Nein. Ereignisliste, da haben wir's. Was? Nebenereignisse. In Arbeit. Habe schon zu Feder, ein tolles bisschen. Die Nachricht, Flüchtlinge. Da. Bedrohung der Safstrasch-Höhenstraße. Ja, da steht jetzt nur Safstrasch-Höhenstraße, oder was? Also dort. Oder so. Okay. Wo auch immer das... Ja, wo auch immer. So wirklich wissen, wo, das weiß ich nicht. Aber egal, wir kriegen das schon raus. Habt ihr schon gehört? Sie wollen schon wieder die Steuer erhöhen. Angeblich zum Wohl des Volkes, aber der einzige Teil des Volkes, der etwas von dem Geld sehen wird, ist das Militär. Oh, Fürst Klein hat sich gegen die neue Steuererhöhung des Königs ausgesprochen. Aber ich glaube, dass nicht einmal ein Fürst aus einem der 6 Herrscherhäuser gegen diesen Schurken Nachtigall ankommt. Joa, warum der Schurke Nachtigall ist. Und wenn ihr auf den Tadis Höhenstraßen reist, solltet ihr auf alles gefasst sein. Diese Straße wird von Raschgul Militär kontrolliert und seine Basis in Fort Gandala war in letzter Zeit ungewöhnlich betriebsam. Allerlei Informationen, die wir hier bekommen. Oh, is that good or bad? The weather here in Charlton sure is nicer than it is in Azul. Did you come here from Azul? We did. We came in through Sapstrath Sea Haven. Well, good on you for making it all this way. I bet going through that checkpoint wasn't much fun. It wasn't that bad. We used to be able to trade with Azul freely. But now, with all these new regulations, it's almost impossible to do business. I've heard things are getting weird at Fort Gandala, too. I hear they're working on some kind of big-time spirit art. You think it's for war? It could well be. Between Rashagal and Azul? But why? I'm sure you've seen how the King of Rashagal has been consolidating power around himself. While on the other hand, the King of Azul is some great hero who united all of the tribes by force. 2 strong rulers in 2 neighboring countries. It's only natural they'd start bumping against each other. There have been skirmishes, but we haven't had open war since the Battle of Fezabel 20 years ago. Hey, this could be the business opportunity of a lifetime. I'm sure it's possible.
But the people who got greedy during the last war were the first ones to die. Yeah, you're right. These new inspections have been pretty devastating to our business already. Hey, don't let it get you down. War isn't a certainty yet. War, huh? Wir machen hier einen kurzen Cut.